Moin Moin zu einem neuen Video bei Bauchi auf Sendung. Und heute, bitte entschuldigt meine voll verquollenen Klüsen heißt das, ne? Die Nacht war kurz. Und irgendwie habe ich mir eben gedacht, Alter, scheiß drauf, steh auf, mach den Kaffee. Ist gut für die Nerven gerade. Und dann machen wir ein Video und dann lass mal Luft. Weil ich habe da so ein paar Fragen. Eine der wesentlichen ist, kommt mir irgendwie bekannt vor, wollt ihr den totalen Krieg? Also das Ding ist ja, dass selbst ich, und wenn ich rede nicht als etwas Besserem von mir, sondern als von jemandem, der seit Monaten die Medien boykottiert und sich möglichst nichts davon reinzieht. Ich bin aus den sozialen Netzwerken raus, um Ruhe davor zu bekommen. Aber Telegram reicht. Telegram und hier WhatsApp reichen vollständig aus, um zum Teil von euch, meinen Stammzuschauern, trotzdem damit belastet, auf jeden Fall nicht erfreut zu werden. Und selbst wenn ich euch darum bitte, könnt ihr es nicht lassen. Das nehme ich euch aber nicht übel, denn ich sehe unterm Strich eine Gemeinsamkeit, die ihr alle habt, die euch gerade bei mir meldet deswegen. Und das ist Angst. Und ihr sagt das sogar selber. Ich habe Angst. Also ich habe keine Angst. Weder vor einem Krieg noch vor Atombomben. Ich habe das eben, das kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen genauer erklären, warum. Im Moment ist mir aber was anderes wichtiger. Beziehungsweise, Entschuldigung, aber auf meinem Computer steht das da gerade. Vielleicht ist dann doch jetzt gerade die richtige Zeit und ich lese das einfach mal kurz vor. Kam dann wieder, bla, hier, keine Ahnung, 20.000 Leute, was war der Ursprung der Frage, Moment, wie komme ich, worauf habe ich gesagt, ist mir egal. Es hat nach erneuten Gesprächen wieder keine Einigung gegeben, nur gegenseitige Schuldzuweisungen, aber mehr von Russland. Habe ich dann geschrieben, ist mir egal, echt, würde mir den ganzen Tag versauen, wenn es mich interessieren würde. So, und bitte, jetzt schon, entschuldigt meinen Tonfall heute, den ich habe explizit zu diesem Thema keine Lust, beherrscht zu sein. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was wir im Moment sein. Im Moment sollten wir, wenn uns danach ist, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, das vielleicht auch endlich mal tun, weil es sein könnte, dass da demnächst keine Zeit mehr für ist. Dann ist es zu spät. Und dann habe ich halt, um zu erklären, wie ich das meine mit, ich habe keine Angst davor. Kann sein, dass mich hier demnächst eine Bombe wegfetzt. Daran werde ich aber bis dahin nicht viel ändern können. Es liegt nicht in meinem Einfluss. Läge es das, gäbe es nichts dergleichen. Schon lange nicht mehr. Aber bis dahin, bis mich hier eine Bombe wegfetzt, lebe ich mein Leben. Und zwar angstfrei und auch mit möglichst wenig von diesem Scheiß in meinem Kopf. Weil wenn mich hier demnächst eine Bombe wegfetzt, dann würde ich mich dann echt ärgern, wenn ich den Rest meines Lebens damit auch noch versaut hätte. Und das sehe ich schon seit Jahren so. Und wenn mich keine Bombe wegfetzt, dann habe ich wohl auch recht damit gehabt, dass es mich nicht interessieren braucht. Was andere Menschen sich gegenseitig antun, müssen die selbst wissen. Vor allem, wenn es um Gewalt geht. Natürlich darf man nicht zulassen, dass starke Schwache hauen, aber das passiert hier ja auch nicht.
Beziehungsweise doch, wohl, die Leute aus dem Donbass zum Beispiel, da wollte der Russe wohl auch nicht länger zusehen, aber dessen Job ist das ja auch eben und nicht meiner. Das Lustige ist, also eigentlich überhaupt nicht lustig, es ist bemerkenswert, komisch, lustig ist, wenn man lachen muss, dass Regierungen immer behaupten, sie würden unseren Frieden sichern und alles dafür tun, aber den Krieg als Existenzvoraussetzung brauchen. Wer das noch immer nicht verstanden hat, lies bitte endlich den Iron Mountain Report. Weise ich schon seit Jahren darauf hin. Da steht das explizit drin beschrieben. Denn, und das ist die Schlussfolgerung dieses Reports, gäbe es sie nicht, gäbe es auch keine Kriege. Dann erfahre ich Sachen wie, ne, klar, logisch, ne, dass ich an der Tankstelle vorbeikomme und mir denke so, what the fuck? Aber ich tanke halt nicht mehr, wir fahren halt eben jetzt mehr mit dem Fahrrad und bla, und ich lebe eh nicht mehr im Wohnmobil, das ist mir damals schon zu teuer geworden. Prost, ne? Kaffee genießen, solange er noch da ist und man den noch kriegen kann. Keine Ahnung, keine Ahnung. Dann lese ich an anderer Stelle, dass 20.000 Leute jetzt dahin, um da mitzukämpfen, wo ich mir dann denke, ja geil, lass die da hingehen, hoffentlich kommt keiner von denen zurück. Weil mit der Einstellung werden wir keine friedliche Welt schaffen können. Leute, die so scharf auf den Krieg sind, dass sie da hingehen, um da mitzukämpfen, freiwillig auch noch, ja, die haben dann vielleicht auch einfach nichts Besseres verdient, als da als Kanonenfutter zu enden. Und dass sie das tun, ist absehbar, weil es in jedem Krieg so. Braucht mir keiner kommen für Volk und Vaterland. Wenn die wirklich so blöd sind, da hinzugehen, weil sie meinen, dadurch könnten sie verhindern, dass es nach hier kommt, und nicht sehen, dass genau das, das hierher bringt, dann ist ihnen eh nicht mehr zu helfen, dann ist die Kugel macht dann wahrscheinlich nicht das erste Loch im Kopf. Geiler Witz, ne? Ist das so schwer zu verstehen? Ist das so schwer zu verstehen, dass, wenn die deutsche Regierung jetzt Waffen an die Ukraine liefert, das im Namen des Volkes ist? Und das heißt nicht immer unbedingt, dass das vom Volk so gewollt ist, aber auf jeden Fall immer, dass das Volk dafür bürgt. Und wenn die deutsche Regierung im Namen des Volkes Waffen an eine Kriegspartei liefert, frei und offen, und das in den Medien auch noch kundtut, ist das doch logisch, dass das für die anderen aussieht, als wäre das gesamte deutsche Volk gerade gegen Russland. Und ist das nicht crazy, wie konnte das passieren? 2 Jahre lang wurde ein Hass und eine Antipathie sondergleichen gegen Ungeimpfte geschürt in diesem Land. Dieses Land ist so schon gespalten ohne Ende. Ich weiß nicht, wie dieses Land einen Krieg überleben will. Ihr seid doch noch nicht mal in der Lage, Hand in Hand zu kämpfen. Ihr zerfleischt euch doch gegenseitig. So, natürlich weiß ich, mein letztes Video hatte 130 Aufrufe. Das hier geht wieder völlig an die Falschen. Es sei denn, es sind mal ein paar Leute von euch dabei, die das auch wirklich mal auf allen Netzwerken teilen. Ich versuche mich bei sowas schon kurz zu halten, aber ihr merkt, dass das nicht geht. Aber wer bei so einem Thema auch einfach eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 bis 20 Minuten nicht gehalten bekommen kann, ja, da ist auch schon ein großes Loch im Kopf. Ne, da pfeift es wahrscheinlich auch schon durch.
Und dann, und dann das mit den, hey, 2,50 Euro für den Sprit mittlerweile. Wie weit kann man es mit euch noch treiben? Was seid ihr noch alles bereit? Und dann stellen euch eure Politiker, eure Volksvertreter, meine sind das nicht, da distanziere ich mich schon seit langem von, aber eure Volksvertreter, denen ihr immer noch hinterherlauft, die ihr gewählt habt, da sich hinstellen und sagen, Deutschland ist bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen, dass das Gas und das Öl aus Russland nicht mehr kommt. Dafür dann also diese Sanktionen durchzusetzen. Woher nimmt dieser Mann sich diese Weisheit, dass das deutsche Volk dafür so einen hohen Preis zu bezahlen ist, wenn ihr jetzt schon anfangt zu jammern? Und ich sag euch, das ist erst der Anfang. Das hört so leicht jetzt erstmal nicht auf. Und ihr müsst auch nicht meinen, dass wenn da jetzt der Krieg wieder warten aufhört, dass die Politiker hingehen würden und 46% Steuern canceln, damit ihr wieder günstig Auto fahren könnt. So, und was ihr bitte auch nicht vergessen dürft, ne? Im Kriegszustand ist ein Land im Kriegszustand, dann haben auf jeden Fall erstmal die Militärs das Hoheitsrecht auf sämtliche Öl und Gas und alle möglichen Treibstoffreserven, weil es wohl kaum dazu kommen wird, dass in den Nachrichten verkündet wird, der Krieg ist vorbei, unsere Armee musste aufgeben, weil wir nicht genug Sprit hatten, um da und da hinzukommen, weil Otto Normalverbraucher ja zur Arbeit musste. Klingt sehr unwahrscheinlich. Und ich frage euch nochmal, wollt ihr das? Wollt ihr diesen Krieg? Und dann macht euch bitte, bitte bewusst, dass ihr bereits daran teilnehmt, wenn ihr euch an der Spaltung beteiligt. Das heißt, wenn ihr Partei für eine Seite ergreift, dann hat man euch schon am Wickel. Und wenn ihr das dann auch noch aussprecht vor anderen, mal erst recht, dann seid ihr richtig drin. Weil dann fängt es mit Diskussionen an und bla 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 und dann streite ich mich auf einmal mit meinen Familienmitgliedern. Der Nachbar ist ja schon längst, heute früh hast du mit Nachbarn gestritten, heute streitest du mit deiner Familie um solche Sachen und zwar bis es fetzt und man sich sagt, dass man sich nie wieder sehen will. Was ist nur geworden aus diesem Land? Hört auf, boykottiert diesen Krieg. Positioniert euch bitte, bitte explizit dagegen, gegen diesen Krieg. Und nicht für eine der Seiten, was automatisch ja bedeutet, dass man gegen die andere ist. Aber genau das macht es doch dann zum Verhängnis. Seid doch nicht so blöd, im 21. Jahrhundert so auf so eine Scheiße noch reinzufallen. Das ist nichts Neues. Das ist History Repeating. Schluck Kaffee. Ey, das ist kein Whataboutism, wenn sich jemand heutzutage an Zustände von vor 80 Jahren zurückerinnert. Ja, heute sind das nicht die Juden, heute sind das die Ungeimpften. Und oh böse, wer das vergleicht, aber der ganze Rest, da ist Spaltung, da ist Hetze, da wird ein ganzer Bevölkerungsteil, der knapp 25% der Bevölkerung beträgt, ausgegrenzt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen, hatten wir schon mal. Und dabei ist das völlig egal, ob das Juden oder Ungeimpfte oder Marsmenschen sind. Und dann passiert wieder was. Nach 2 Jahren dieser totalen Hetze und diesem Hass schwenkt dieser Hass unvermindert von einem Tag auf den nächsten in Richtung Osten.
Und das ist kein Witz, das ist nicht irgendein Gag, wenn ich hier Goebbels zitiere, wenn auch aus einem völlig anderen Grund, weil der wollte den Krieg und er wollte die Bestätigung des Volkes und ich hätte sie gerne nicht. Aber ich stelle euch die Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Und wenn nicht, dann beteiligt euch bitte an keinerlei von dem. Wenn euch irgendwer was über die Russen oder die Amis oder die Ukraine erzählen will, dann sagt, ja, sorry, aber interessiert mich nicht. Stattdessen zeigt eure Regierung, dass sie nicht mit euch machen kann, was sie will. Meine Mutter hat mal gesagt, weiß ich noch, da war ich ein Kind, habe ich bis heute nicht vergessen, hat die gesagt, wenn noch mal so ein kleiner Hitler kommt in diesem Land, da läuft ihm das ganze Land wieder hinterher. Werde ich nie vergessen, weil sie absolut recht damit hat. Das Problem ist, es braucht überhaupt gar keinen kleinen Hitler. Es braucht nicht eine schillernde Figur. Es reicht eine ganze Regierung, die in der Lage ist, ein Volk so zu behandeln, wie das damals die Nazis auch schon gemacht haben. Weil der Scheiß hier eben doch eine Diktatur ist. Soll zwar angeblich keine sein, aber wenn man sich die Auswirkungen anguckt, wie diktiert unser Leben mittlerweile ist, dann kann man wohl kaum noch sagen, dass wir hier in der Demokratie leben würden. Also das tun wir eh schon ganz lange nicht mehr, wenn man mich fragt, aber so langsam muss das doch selbst den Blindesten auffallen. So, und da ist für mich gerade auch wirklich allen Ernstes mal Zeit, mal sich aufzuregen, um mal zu fragen, ob ihr eigentlich alle bescheuert seid, Mann, und dann habt ihr auch noch Angst. Und genau das ist ja das, was das hervorbringen soll. Seht ihr das nicht, wie eins zum anderen führt? Ihr zieht euch die Scheiße rein und dann geht's euch schlecht. Das ist wie wenn Homer Simpson sich den Finger schneidet. Aua, 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 aua. Jeden Tag aufs Neue, statt diese Scheißkiste einfach mal auszuschalten und zu gucken, dass das Leben dann trotzdem noch haufenweise zu bieten hat. Aber wesentlich weniger von diesem Müll und wesentlich weniger Angst in euch. Wollt ihr es mir nicht glauben, dann probiert's mal aus. Denkt mal einen einzigen Tag, einen, morgen oder übermorgen, einen Tag, nicht an diesen Krieg, nicht an das, wovor ihr gerade Angst habt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann solltet ihr euch schleunigst Gedanken darüber machen, warum. Das hat nämlich Gründe. Und wenn ihr die kennen würdet, dann könntet ihr das sein lassen, dann könntet ihr euch da rausholen. Ne, meine letzten zwei Bücher handeln genau davon, wie man da rauskommt. Aber dazu mache ich nachher noch ein Video, da habe ich auch noch was zuzusagen, gehört hier aber nicht hin. Hier gehört die Frage hin, wollt ihr den totalen Krieg, weil ein solcher wird es dann werden. Es wird dann jetzt nicht irgendwie dann mal harmloser. Wenn das dann geht das irgendwann exponentiell hoch, bam, 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 und dann ist zu spät. Dann fallen die Bomben. Und erdrückt hat euch dieses System die ganze Zeit schon. Deswegen geht's euch so scheiße zwischendurch. Aber wenn dann jetzt demnächst noch Bomben fallen, dann wird's euch zerschmettern. Und am Ende daran letztendlich selbst zugrunde gehen, weil wenn das System keine Follower mehr hat, das ist halt eben anders als bei mir. Ich kann auch leben ohne Follower. Aber das System ist angewiesen auf unseren Gehorsam. Und wer das immer noch nicht verstanden hat, der fängt am besten an, überhaupt mal alle meine Bücher zu lesen. Da geht es seit 18 Jahren um nichts anderes drum. Aber, ne, oder andere, es auch das wäre echt mal toll, wenn dieses Video mal mehr als 130 Aufrufe oder 350 Aufrufe kriegen würde. Na, mir geht es nicht darum, dass meine Fresse jeder sieht, dass ich der Tolle bin. Ich bin nur ein scheiß Botschafter. Sei selber ein Botschafter, mach selber ein Video, stell die Frage selber.
Wenn du ein Gunnar Kaiser bist und das hier gerade vielleicht zufällig siehst oder so, brauchst nicht mein Video suchen. Ey, du hast deine zigtausend Klicks auf jedes Video. Hau du die Frage raus. Geht nicht darum, dass ich die stelle. Bin eh nicht der Erste, wie wir alle wissen. Stellt diese Frage. Bitte, bitte. Weil ich glaube, den Leuten ist es nicht bewusst. Es ist ihnen nicht bewusst, dass durch dieses Verhalten, das sie gerade an den Tag legen, einen Weltkrieg heraufbeschwören. Und das funktioniert immer nur durchs Mitmachen. Und wenn man das nicht mitmacht, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Überlegt euch selber, was er macht. Ich sag Tschüss mit F. Und ja, ne, whatever. Wir sehen, wie es weitergeht.